Hallo zusammen, ich bin der Raffi und wir von Hole in One Fitting, wir haben wieder ein Product Review für euch. Lange habt ihr gewartet. Die haben neue Produkte bekommen von TaylorMade, die Stealth Driver. Und was sich verändert hat zum Vorgänger, wie sie performen, das schauen wir uns jetzt an. Wir haben jetzt hier einmal den Stealth Driver und den Sim 2 Driver im Vergleich. Ich glaube, was als allererstes auffällt optisch, ist die rote Schlagfläche. Bei der Schlagfläche hat sich natürlich nicht nur die Farbe verändert, sondern tatsächlich, das ist der größte Sprung, den wir dieses Jahr haben, das Material hat sich verändert. Wir sind auf eine Carbon-Schlagfläche gegangen, die deutlich leichter ist als das Vorgängermodell aus Titanium und auch tatsächlich größer. Was wir dadurch erreichen können, ist einfach mehr Gewicht im Driver nach hinten zu schieben, um einen höheren Abflug, mehr Spielkomfort zu bekommen. Und TaylorMade sagt, durch die Carbon-Schlagfläche haben wir bessere Ballgeschwindigkeiten auf einer größeren Fläche. Das heißt, auch bei Off-Center-Hits können noch sehr, sehr gute Ballgeschwindigkeiten erzeugt werden. Die Schlagfläche hat ebenfalls eine Nanotexturbeschichtung. Diese sorgt dafür, dass der Launch und Spin auch bei unterschiedlichsten Bedingungen möglichst konstant gehalten werden kann. Wie auch schon bei früheren Modellen hat sich die Speed Pocket beibehalten. Die sorgt einfach dafür, dass bei dünnen Treffern, also weiter unten auf der Schlagfläche, die Ballgeschwindigkeiten noch höher sind. Was sich durch das Material der Schlagfläche natürlich auch verändert hat, ist der Klang vom Driver und das Gefühl. Das Gefühl ist einfach, ich kann es jetzt mal einfach als anders beschreiben, genauso wie der Klang. Es ist einfach anders als das, was man aktuell gewohnt ist auf dem Markt. Es ist einfach mal was Neues tatsächlich ein bisschen und das ist eigentlich immer wieder ganz spannend. So, wir schauen uns jetzt mal die unterschiedlichen drei Modelle an, die es dieses Jahr gibt. Wir fangen an mit dem Stealth Plus. Der Stealth Plus ist das Modell für den guten Spieler. Hat den niedrigsten Spin, niedrigsten Launch. Was hier passiert ist, durch das Einsparen des Gewichts vorne an der Schlagfläche, konnte etwas Gewicht nach hinten verlegt werden. Das heißt, ein bisschen mehr Spielkomfort auch in diesem Driver. Aber wir haben auch ein 10 Gramm Schiebegewicht, das man entweder nach links oder rechts schieben kann, um den Spieler, der entweder einen Draw oder einen Fade schlägt oder damit Probleme hat mit den jeweiligen Kurven, etwas zu unterstützen oder die Kurven auch etwas auszugleichen. Dann, der normale Stealth Driver hat im Vergleich zum Stealth Plus nicht dieses Schiebegewicht vorne. Das heißt, wir können da weniger anpassen und diese 10 Gramm Schiebegewicht, die wir im Stealth Plus haben, sind hier nach hinten in die Hacke verschoben, was einfach dafür sorgt, dass wir etwas höheren Abflugwinkel und etwas höheren Spin haben, was einfach mehr Spielkomfort bietet im Vergleich zum Stealth Plus. Im Gegensatz zum normalen Stealth gibt es auch noch den HD. HD steht für High Draw. Was ist hier der Unterschied zum Stealth? Da ist das Gewicht mehr nach unten in der Hacke gewandert. Das heißt nicht nur nach hinten, sondern nach hinten Richtung Hacke. Dadurch können wir die Linkskurve unterstützen. Das heißt, für Spieler, die einen Slice schlagen oder einfach damit kämpfen, den Ball auch in die Luft zu bekommen, bietet dieser Schläger den meisten Spielkomfort, dadurch, dass er aktiv dabei hilft, die Linkskurve zu schlagen. So, das war jetzt aber auch genug Theorie. Wir produzieren jetzt mal ein paar Datensätze für euch und schauen uns dann an, wie funktioniert der Stealth Plus gegen den normalen Stealth, gegen das Vorjahresmodell, den Sim 2, und schauen uns an, wo liegen die Unterschiede. So, jetzt haben wir für euch drei Datensätze produziert. Wir haben alle drei Schläger mit demselben Loft und demselben Schaft geschlagen. Und jetzt schauen wir mal, was sprechen denn die Daten. Wir fangen mal ganz links an mit der Ballgeschwindigkeit. Ganz oben haben wir den Sim 2, eins drunter haben wir den normalen Stealth und ganz unten haben wir den Stealth Plus. Man sieht schon, der Sim 2 hat die geringsten Ballgeschwindigkeiten produziert und der Stealth und vor allem der Stealth Plus haben einen deutlichen Ballgeschwindigkeitengewinn gemacht. 2 Meilen bzw. fast 3 Meilen ist schon ein ganz schönes Stück. Dann im nächsten Schritt schauen wir mal auf den Abflugwinkel und hier fangen wir an, wirklich extreme Unterschiede zu sehen. Wir sehen 15 Grad knapp beim Stealth und dem Sim 2 und nur noch 14 Grad, fast 1,5 Grad Unterschied zum normalen Stealth in Launch, obwohl wir das gleiche Loft haben, heißt der Stealth plus Launch deutlich niedriger und im nächsten Schritt hat auch deutlich weniger Spin. Der Sim 2 und der Stealth, der normale, die haben sehr, sehr identische Spin-Werte und auch Abflugwerte. Da ist jetzt kein Riesenunterschied. Dann, wenn wir auf die Längen schauen, wir sehen, der Stealth Plus ist knappe 8 Meter länger als der Sim 2. Das liegt vor allem auch daran, dass Abflugwinkel und Spin niedriger sind. Der normale Stealth ist auch ein Ticken länger als der Sim 2.
auch aufgrund der höheren Ballgeschwindigkeiten. Wenn wir jetzt aber auf die Streuung schauen, sehen wir, dass der Stealth Plus in lila die größte Streuung hat. Liegt daran, dass der Abflugwinkel und der Spin einfach niedriger sind. Dadurch ist der Driver immer schwerer zu kontrollieren und schwieriger geradeaus auf die Bahn zu bekommen. Der Stealth in grün bietet da einfach etwas mehr Spielkomfort und deshalb ist er ein bisschen leichter auf die Bahn zu bekommen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Wenn ihr Lust habt, die neuen Stealth Driver zu testen, bucht euch ein Fitting bei uns und findet heraus mit eurem Fitter zusammen, welcher Driver für euch der richtige ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, kommentiert das Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare und wir würden uns auch über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal.